Asiaten werden in der Schweiz mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Oft wird behauptet, sie würden alle genau gleich aussehen. Woher kommt das? Izzy hat recherchiert und Erstaunliches aufgedeckt. Jetzt wird es Zeit für die Wahrheit. Izzy, im Magazin hat recherchiert, wir sind eurem Geheimnis auf die Spur gekommen. Möchtet ihr erzählen oder sollen wir? Ich übernehme. Ich bin Michelle und ich bin alle Asiaten. Wenn wir nicht wissen, ob ihr die Wahrheit sagt, dann haben wir ein paar Tests vorbereitet. Notieren bitte mal alle trigonometrischen Formen für uns. Beeindruckend. Test 2. Sporttest. Holy fuck! Kommen wir zum dritten Test. Es ist wirklich faszinierend, ihr seid. Alle Asiaten. Ist das nicht wahnsinnig anstrengend? Ja, man muss einfach schauen, dass man seinen Ausgleich findet und in der Freizeit etwas macht, weil man entspannt. Das heisst, sie waren also immer alles dir? Mhm. Und die Dumplings, die ich gegessen habe? Ja. Die Akupunkturmassage? Alles ich. Viele haben es bereits schon geahnt, aber es ist auch verdammt schwierig, alle IT-Abteilungen allein zu stemmen. Es hat aber auch seine Vorteile, Asiat zu sein. Im Ausgang zahle ich fast nichts, weil nach einem Bier habe ich schon genug. Kanpai, ni hao, arigato, whatever. Like easy auf Facebook.